Ich bin jetzt hier am Kutschumacher Platz, Berlin-Reinickendorf, in der Ristorante Milano. Und bin ja mal gespannt, was da jetzt kommt. Müsste ja eigentlich italienisch, typisch italienischer Cappuccino kommen. Leider keine laktosefreie Milch, aber ich denke mal, naja, ich denke, da wird jetzt Bauschaum ankommen und wir werden sehen. Also wie es aussieht, ist es kein Bauschaum. Wir haben mit ein bisschen gegossen. Aber was natürlich komisch ist, jetzt habe ich schon gezahlt, obwohl ich noch nicht getrunken habe. Aber gut, dann kann ich aufstehen und gehen gleich. Mal sehen, wie der ist. Naja. Jetzt ist auch wieder nur oben rauf gekippt, ne? Also, naja, also ich weiß nicht. Für einen Italiener, ja, der Schaum ist okay, würde ich sagen. Ja, der Schaum ist okay. Aber ich hätte doch mir gewünscht, dass der Milchschaum ein bisschen mit dem, ja, insgesamt verschmilzt sozusagen. Man löffelt ja nicht, aber ich wollte jetzt mal zum Testen gucken. Heiß ist auf jeden Fall. So heiß, dass ich mir den Mund verbrüht habe, fast. Jetzt koste ich mal und später noch mal mehr. So, also, jetzt der Abschluss. Was mir aufgefallen ist, dass der Cappuccino in einer Tasse kommt, die gar nicht zum Restaurant passt. Also so wie ich das jetzt sehe, Letizia, das Restaurant heißt Milano. Aber gut, mir persönlich war er etwas zu säurelastig. Also es hat etwas gebrannt, brennt immer noch ein bisschen, finde ich. Und ja gut, der Milchschaum hat sich jetzt gut mit dem Espresso ja verbunden, bis zum Rest hin. Irgendwas schwimmt da drin, sehe ich gerade. Da war am Rand auch schon was. Ich denke mal, jetzt kommt das, was ich zeigen wollte. Hier die tolle Location. Man sitzt hier also genau in der Einflugschneise. Nicht so unbedingt prickelnd, aber irgendwas schwimmt da drin. Beziehungsweise ist auf dem Grund, das wird Kaffeekrümel sein. Aber so schwarz, was ist denn das? Muss ich gleich mal rausholen. Was ist das? Ja, was ist denn das hier? Kaffee ist doch nicht schwarz. Sieht aus, als wenn da Schminke reingetropft.